und willkommen hier bei Mia Verkehrt. Ja, heute bekommt ihr ein ganz besonderes Überwachungsgerät von mir gezeigt. Ja, ein Babymonitor. Und ihr seht schon, wie das funktioniert. Ihr seht jetzt hier die Empfangsstation mit eingebautem Monitor, Mikrofon und Lautsprecher und noch so ein paar besonderen Features. Und ich quatsche hier gerade ja in das Überwachungsteil sozusagen rein. Eine Wahnsinnsauflösung 0,5 Megapixel. Nicht schlecht. Und wir haben sogar eine Nachtsichtfunktion. Aber ich würde sagen, ich komme mal rüber zu euch und erkläre euch das ja quasi von Angesicht zu Angesicht oder naja, zumindest hinter der Kamera. Also bis gleich. So, und da wäre ich. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt auch besser verstehen, denn die Klangqualität ist ja nicht die allerbeste, die aus dieser Empfangsstation rauskommt. Aber man führt ja auch nicht wirklich viele Gespräche mit einem Baby. Reicht ja, wenn man hört, ob es schreit oder nicht. Und dafür ist es ausreichend. So, also heute mal ein ganz anderes Produkt wie sonst. Die VB601, der Video Baby Monitor mit Empfangsstation, der über Funk funktioniert und ja so einige Funktionen bietet. Ich fand es einfach mal interessant, mir anzuschauen, was es da so gibt, denn ja, ganz normale Überwachungskameras, WLAN-Überwachungskameras für Smart Home haben wir ja schon zuhauf uns angeschaut und dann dachte ich, jo, was gibt es denn hier für die allerkleinsten? Also wir haben einmal einen Temperatursensor, ihr könnt ja mit dem Baby reden, es kann zurückprabbeln. Wir haben eine Nachtsicht, habe ich schon erwähnt, und wir können hier sogar Musik abspielen, Einschlafmusik, Wahnsinn. Was haben wir hier noch stehen? Auf der Seite nichts, da auch nichts. Und hier nochmal ein paar technische Daten. Gefunkt wird hier auf 2,4 GHz. 260 Meter Reichweite sollen wir haben. Wir probieren das nachher nochmal aus, ob ich hier an die Grenzen kommen kann, hier bei uns im Haus. Wir haben 8 verschiedene Lieder hier drin, also wir können sprechen. Wir haben hier eine Temperatursensoranzeige bis 26 Grad, Eco-Modus und Nachtsicht. Und ganz hier hinten, das sind die wirklich interessanten Daten. Dort wird nochmal genau erklärt, einmal von der Empfangsstation als auch hier von der eigentlichen Kamera. Aber das schauen wir uns jetzt hier nach und nach einmal an. Und wir beginnen ja mit dem eigentlichen Kameramodul. Ihr seht, ein kleines, kompaktes Ding. Wir können es hier auch wunderbar verstellen. Man kann es ganz normal hinstellen, hier mit den Gummifüßen oder auch an die Wand montieren. Hier sind extra solche Löcher für eine Wandmontage noch. Und dann könnt ihr das wirklich hier hinstellen und dann in die Position reinbringen, dass ihr ja euer Baby oder was auch immer ihr beobachten wollt, dann optimal hier im Blick habt. Und dafür hat man wirklich eine ganze Menge Bewegungsfreiheit, wie man hier sehen kann. Also, aber was sehen wir denn eigentlich? Naja, ganz hier in der Mitte haben wir den wahnsinnigen 0,3 Megapixel ja, Bildsensor, der uns das Bild hier abliefert. 0,3 Megapixel ist natürlich schon, ich sag mal vorsintflutlich, reicht aber für den Zweck. Hier oben drüber haben wir einen Helligkeitssensor, das ist hier der. Der stellt dann fest, ob hier Nachtsicht benötigt wird oder nicht. Wenn Nachtsicht benötigt wird, dann gehen hier die Infrarotlampen an, insgesamt 10 Stück an der Zahl. Und die leuchten dann die Nacht aus, natürlich so, dass man es nicht sieht, so dass das nur die Kamera sehen kann. Und das funktioniert bis zu einer Reichweite von 5 Metern, also alles im Bereich von 5 Metern kann man dann auch bei Nacht noch gut erkennen. Und hier unten drunter haben wir dann noch eine LED-Anzeige, die anzeigt, ob hier der Strom angeschlossen ist oder nicht. Und ganz unten drunter, dort ist das Mikrofon, damit das Baby auch dann antworten kann, wenn man mit ihm redet. Jawohl, denn ja, ihr wisst ja schon, wir haben hier die Talkback-Funktion hier hinten. Hinten haben wir einmal den Lautsprecher drin. Ihr habt ja schon gehört, da habe ich eben reingequatscht und ihr habt das hier auf der Station anhören können. Hier haben wir nochmal einen Pairing-Button, den man normalerweise nicht braucht, denn die Kamera und die Empfangsstation sind schon aufeinander eingestellt. Also einfach nur einschalten, die verbinden sich und dann klappt das schon. Und jetzt wundert ihr euch vielleicht, was ist denn das hier für ein Nupsi, der da noch dranhängt? Das ist der Temperatursensor. So hat man auch direkt im Blick, wie warm ist es denn im Kinderzimmer und kann da gegebenenfalls noch mal was regeln. Ja, also soweit, so gut. Man kann es hier vielleicht sogar aufhängen. Hier ist so ein kleiner Griff noch oben dran. Aber was mir jetzt hier überhaupt gar nicht gefällt, ja, schaut euch mal den Anschluss an, den Stromanschluss. Und na, wer von euch ist alt genug, um das noch zu wissen? Das ist kein USB-C, das ist kein Micro-USB. Nein, das ist ein Mini-USB-Anschluss. Habe ich ja ewig nicht gesehen irgendwo in einem Produkt. Ein echter Mini-USB-Anschluss und ja, also das verstehe ich echt gar nicht, wieso da sowas eingebaut wird und nicht zumindest Micro-USB, sodass man hier alle möglichen Ladekabel benutzen kann. Nee, hier gibt es Mini-USB, also dafür habe ich echt
kein Verständnis. Wie viel wird das wohl erspart haben in der Produktion? Wahrscheinlich echt nicht viel. Und ja, dann braucht ihr auch das entsprechende Ladekabel. Das wäre dann dieses hier. Das ist fest verbunden hier mit dem Netzstecker und wir haben hier einen Output von 5 Volt, 1 Ampere, also ein 5 Watt Netzteil. Dafür mit schönem langem Kabel, also da habt ihr wirklich ein langes Kabel. Ihr seht, wie dick das hier aufgewickelt ist. Ja, da kann man also das recht frei positionieren, aber ich finde es trotzdem nicht gut. Micro-USB wäre hier die bessere Wahl gewesen. Und ja, hier muss ständig Strom angeschlossen sein bei der Kamera. Hier ist nämlich kein eingebauter Akku drin. Ganz im Gegensatz zur Empfangsstation, denn hier ist ein eingebauter Akku. Man kann aber auch ja ganz normal über den Mini-USB-Stecker natürlich auch das Ganze betreiben. Dafür gibt es extra noch hier ein zweites Netzteil, genau das gleiche. Oder man lädt eben darüber den eingebauten Akku auf und kann dann die Empfangsstation überall hin mitnehmen. Wunderbar. Wir haben hier ein 2 Zoll großes Display eingebaut. Mit einer Auflösung von, haltet euch fest, 176 x 220 Pixeln, also, naja, gut, 0,3 Megapixel. Ihr merkt schon, die Auflösung und die Bildqualität stehen hier absolut nicht im Vordergrund. Es reicht aber, um zu sehen, Baby schläft oder Baby ist wach, Baby weint oder Baby schnarcht. Also für die Sachen reicht das hier völlig aus. Dann haben wir hier noch ein paar Bedienelemente, zeige ich euch gleich nochmal. Hier unten haben wir ein eingebautes Mikrofon. Die gleiche Halterung, dass man sich vielleicht hier um den Hals hängen kann, mit einer Schnur oder mit einer Kette, wie hier bei der Kamera schon. Und dann auf der Rückseite ebenfalls nochmal einen Lautsprecher. Und hier unten drunter haben wir noch einen Kickstand, also das kann man so aufstellen. Und dann kann man die Station dann auch so in die Küche oder weiß der Himmel irgendwo hinstellen und hat ständig dann seinen Nachwuchs hier im Blick. So, also so viel zu den groben Fakten. Ich würde mal sagen, ich positioniere hier die Kamera jetzt nochmal bei meinem Probebaby und dann schauen wir uns hier ganz genau mal die Empfangsstation an. Okay, das Probebaby läuft sozusagen, also schalten wir hier die Station mal ein, kurz gedrückt halten. Dann bekommen wir hier diese tolle Animation mit Ton. Ach, ganz wunderbar. Und die Station verbindet sich mit der Kamera. Jawohl, und dann seht ihr es schon, da habe ich hier mein Probebaby. Und oh, und wir haben die Übertragung und ich mache hier direkt mal leiser. Also man hört schon. Ja, also es ist deutlich zu hören, ob jetzt hier geheult wird oder nicht. Also das funktioniert schon mal im Raum. Drüben, wo die Kamera steht, haben wir eine Temperatur von 25,6 Grad Celsius. Es ist Sommer, es ist echt warm im Moment und wir haben eine hervorragende Empfangsstärke, also hier maximaler Empfang, denn das steht nur einen Raum nebenan. Reichweite testen wir gleich noch und hier oben bekommen wir noch die Batterieanzeige, die Akkustandsanzeige. So, dann können wir hier mal ins Menü reingehen und ihr seht, wir haben hier einige Punkte, wo wir was einstellen können. Ich gehe mal hier auf OK. Und dann habt ihr hier irgendwie ein Kameraregister, keine Ahnung, eingetragen. Was das bedeutet, habe ich echt keinen Schimmer. Und wir gehen mal weiter. Hier haben wir nochmal eine Alarmfunktion. Wählen wir die mal aus. Und dann können wir hier noch einen Alarm einstellen. Ja, wieso nicht? Ja, kann man ja immer gebrauchen. Dann hier die Einstellungen an für sich. Wir können einstellen die Uhrzeit, die Sprache, die Temperatureinheit bei uns, Celsius natürlich, Anti-Flackern. Man kann hier wählen zwischen 50 Hertz und 60 Hertz, falls es da irgendwie Probleme gibt. Dann hier den Systemmodus, da gibt es den Normalmodus und den Vox-Modus. Wobei ich ehrlich gesagt nicht genau weiß, was der Vox-Modus ist. Also ich habe auch in der Anleitung dazu nicht wirklich was gefunden, aber der Normalmodus, der hat immer gut funktioniert. Und dann haben wir noch hier die LCD-Beleuchtung. Da können wir die Helligkeit nochmal einstellen, ob die ein bisschen höher sein soll oder ein bisschen niedriger. Ich stelle sie mal auf maximal und nach welcher Zeit sich das Display automatisch ausschalten soll. Also, ihr seht, relativ basic, alles ganz gut zu bedienen. Und dann gibt es hier noch den Punkt Info. Ne, so komme ich da hin. Und dann auf OK. Und dann sieht man nochmal hier ein paar technische Daten, wie das Datum, das stimmt jetzt hier nicht in meinem Fall, aber egal, so funktioniert das Ganze. Und dann gehen wir nochmal zurück und die Kamera verbindet sich nochmal oder der Monitor verbindet sich nochmal mit der Kamera. So, jetzt haben wir hier nochmal die Möglichkeiten, einmal hier ja die Lautstärke einzustellen. Dann natürlich hier On-Off-Button. Hier ist der Knopf, wenn wir mit dem Nachwuchs sprechen wollen, gedrückt halten und sagen: Hey Baby, ich komme gleich rüber und bringe dir dein Essen. Ja. Und dann hört das Geheule vielleicht schon auf, vielleicht aber auch nicht. Dann können wir zur Not immer noch hier ein bisschen Musik spielen. Das geht über den Knopf. Einfach mal gedrückt halten. Und dann kommt...
Ach, wunderbar. Also ihr hört es schon. Dann wird hier die Musik abgespielt und die höre ich jetzt natürlich auch hier durch, weil das übertragen wird hinten von der Kamera. Und wenn ich nochmal gedrückt halte, dann geht das Ganze auch wieder aus. Ja, so funktioniert das, Freunde. Also ich würde mal sagen, so rein, um hier immer den Überblick zu behalten, ist das eigentlich schon eine ganz praktische Geschichte, ganz ehrlich. Also das Teil hier ist leicht, es lässt sich leicht bedienen, das Verbinden geht ganz problemlos und ja, man hat eben alles im Blick. Was habe ich denn jetzt hier im Blick? Na egal, ich schalte jetzt nochmal das Baby ein und wir machen mal den Reichweitentest. Hier wird ja versprochen, wie viele Meter waren es? 260 Meter. Also ich bin echt mal gespannt, ob das funktioniert. Okay, also das Ding läuft und wir laufen auch mal ein bisschen rum und schauen mal, ja, wie weit ich jetzt hier rauskomme und immer noch guten Empfang habe. Also ich gehe jetzt mal hier durch die Wohnung durch, einfach mal hier bis an den letzten Ecken, wo ich hingehen kann, in die eine Richtung. Und wir haben, was sagt der Empfangsbalken? Vollen Empfang, okay. Wir gehen mal ein Stückchen weiter in die andere Ecke rein und wir haben vollen Empfang. Das heißt, wir müssen jetzt hier mal rausgehen. Und da wird der Empfang auch schon weniger. Ich gehe mal noch ein bisschen weiter. Da wird es noch weniger, schon nur noch die Hälfte. Wir gehen einfach mal eine Etage runter. So, und da ist die Verbindung verloren gegangen. Also, allzu weit ist es dann doch nicht. Das ist wohl eine Reichweite, ja, auf freiem Gelände. Und da sind wir wieder zurück. Also die Reichweite, die ist absolut optimistisch, vielleicht auf ja, freiem Gelände. Aber ich konnte jetzt zumindest überall in der Wohnung hier guten Empfang bekommen. Und wir haben so 93 Quadratmeter. Also es ist schon so ein bisschen was. Aber eine Etage tiefer durch den Flur oder ja, das hat schon nicht mehr funktioniert hier bei uns. Aber ich würde sagen, die Reichweite, ich finde, die ist gut. Also für eine Wohnung oder so im kleineren Häuschen absolut ausreichend. Schönes Ding eigentlich hier, der kleine Babymonitor. Wenn man sowas brauchen kann, dann ist das eine prima Sache. Vor allem vom Setup, von der Bedienung her, echt einfach. Und dann noch ein bisschen mit hier Retro-Technik mit Mini-USB. Also Leute, wenn ihr noch was braucht hier, um euer Nachwuchs ein klein wenig im Blick zu behalten, kann ich das Ding hier durchaus empfehlen. Das ist von der Bedienung her halt sehr einfach, sehr leicht und ja, natürlich keine HD-Auflösung. Aber wie gesagt, um es im Blick zu behalten oder mal zu hören. Oh. Der Kleine hat jetzt aber einen ziehen lassen. Also um zu hören, was los ist im Kinderzimmer, da reicht das hier völlig aus. Eigentlich ganz nett, doch. Also, wenn ihr sowas brauchen könnt, ich verlinke euch das Produkt hier unten in der Videobeschreibung und dann könnt ihr hier immer alles im Blick behalten. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde. War mal eine interessante Sache, mal was anderes. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Mi Apple Cat. Macht's gut, bis dann. So.